Jetzt ist er verbuggt da unten. Wir kommen nicht dran. Ja. Shit. Ich weiß nicht, ob ich da runterspringen möchte. Ich glaube erstmal nicht. Okay. Oh, fuck. Da geht's weiter. Obwohl. Also, wollen wir erstmal vielleicht runtergehen? Ich glaube, hier ist auch nichts mehr, oder? Aber hier geht es auch nochmal weiter. Okay, da ist auch noch ein Sucher unter uns. Das ist, glaube ich, der gleiche, ne? Oh, da kommt, da ist was in der Tür. Wie hast du den jetzt gemacht? Auch von fern. Ist es auch ein Sucher, der da ist, oder wo was? Was denn? Ja, die Tür, die du gerade... Ah, fuck! Ist das vielleicht... Okay. Kann ich die vielleicht mit dem Frostner besser machen? Oh, muss ich ausprobieren. Na, hier in der Tür, wo du davor standest. Weiß ich nicht. Das ist auch ein Sucher, oder? Mach mal auf. Ich bin. Moment, ich muss erst mal kurz. Ja, jetzt mach ihn. Kann man bestimmt auch blocken. Oh, das ist ein Einer. Ich bin tot. Geh raus! Nein! Machst du Schaden mit dem Frostner? Ja. Okay. Oh, fuck. Ich habe keinen Platz für Sucherfleisch. Und was liegt da noch? Noch mehr Sucherfleisch. Ja, dann hol mich mal ab. Oh nein, mein schöner Bogen. Ich hab mich so schön hochgelevelt. Weil mein Problem war gerade... dass ich mir dachte, wenn ich mit den Frostpfeilen so viel Schaden mache, dass ich bestimmt mit dem Frostner auch mehr Schaden mache. Weil ich, ne, ich habe das halt gecheckt. Okay, jetzt müssen wir uns retten. Okay, jetzt sind wir beide einmal gestorben. Oh, habe ich mich vor mir selbst erschrocken. So, aber zumindest wissen wir, dass der Weg bis dahin safe ist. Das ist schon mal gut. Das, also, was ich ganz angenehm finde, ist, dass es halt nicht so wie in den Ebenen da jetzt irgendwelche Frühlinge gibt, die dann im Biom rumrennen und einen jagen. So, ich komme gleich durchs Portal. Oder willst du dich auch erstmal kurz reparieren und... Ich habe noch 13 ablegen. Minuten ausgeruht. Mir ist egal. Also okay. Mein Inventar ist zwar voll, aber das ist ja... Dann komme ich jetzt direkt zu dir, weil... Ja, ich bin beim Portal. Okay, dann sind wir gleich wieder unterwegs. Ja. Und machen das ja, oder, fertig. Oder du nimmst dir noch schnell die Lampe, die ich für dich produziert habe. Dann bist du nicht ganz blind auch. Ja, zu spät, bin ich auf dem Weg. Okay. Matze, Mulmalze, du Verrückter! Kann ich da nicht alles aufnehmen. Okay. So, gut. Ja, ne, Sweep? Also ich denke auch, mit dem Frostner, diesen Kälteeffekt, das ist schon nicht schlecht. Einfach mal kombiniert, wenn ich mit den Frostpfeilen so viel Schaden mache. Warum nehmt ihr kein Portal mit? Oh, weil wir es uns noch nicht trauen, grauer Wolf, glaube ich. Gut, wir könnten das 14er Portal schon mitnehmen, aber wir haben beide ein volles Inventar. Gute Idee, machen wir nächstes Mal. Also ich habe mich jetzt extra nicht entleert, weil ich denke... Oh, guck mal, da liegt noch Fell oder Hasenfleisch. Weil ich denke, dass das, was ich im Inventar habe, sowieso gesteckt wird. Also mehr Möglichkeiten gibt es, glaube ich, nicht. Deswegen habe ich mich mal nicht entleert. Auch Matze, guten Abend. Na, alles klar. Was? Manche Männer nadeln bestimmt auch. Was? Warum hast du jetzt dein Inventar nicht leer gemacht? Ach, so habe ich ja schon beantwortet, ja. So, Frostner in die Hand und auch denken zu blocken, Frank, ne? Oh Gott, da ist ja noch ein Vieh. Oh, jetzt hast du es zerstört. Ja, der ist aber schon tot. Okay.
Also die Sucher mit dem Adgear sind relativ easy peasy. Miss Lenz ist alleine ziemlich gruselig, das ist glaube ich der Sweep, ja. Alter, ja, da hätte ich auch keinen Bock hier alleine. Was ist hier noch? So, hier ist nichts mehr. Mhm. So, du hast gesagt, du hast ein volles Inventar. Du hattest du auch Sucherfleisch hast du auch auf der Hand? Nee, ne? Jetzt habe ich auch Sucherfleisch auf der Hand. Das muss ich das, dir jetzt geben, ne? Gib mir das mal und du kannst mir noch ein was anderes geben. Und das Chitin? Geben. Chitin kannst du mir auch geben, genau. Genau, wunderbar. Dann hast du jetzt auch wieder zwei Inventarplätze ja, frei. Ja. Das ist super. Ja. Okay. Ja, du, Uschi, zieh dich an, ne? Du weißt ja, was du da machst. Ja, ich mach ja gut, den habe ich ja eben auch gemacht. Leute, der Frank ist Endgame, müsst ihr wissen. Ja, den Such habe ich gerade nackt gemacht, hast du so mitbekommen, ne? Ja. Der Frank ist Endgame. Ich kämpfe nur noch nackt. Ja. Wie Mistlands. Ihr habt Angst vor Mistlands? Wir gehen nackt in die Mistlands. Das sind die Nacktlands. Okay. Dann wir müssen langsam runter, glaube ich mal, ne? Ja. Dann lass uns mal hier die Treppe nehmen. Ja, die Front-Trappe oder die Side-Trappe? Ja, können wir die Side-Trappe nehmen? Wäre mir fast lieber. Hashtag Endgame. Ah, doch, die Front-Trappe. Ja, hier runter oder was? Ah ja. Also pass auf, da unten sind auf jeden Fall Spinnies. Und den Adgear habe ich noch nicht auf die Viecher angewendet. Guter Tipp, ja. Ja, der Frank macht auch gut Schaden damit. Also hier die Spinnen mit dem Adgear, das ist sehr, sehr nice. Weil da macht man nur einmal so und alle sind tot. So. Und jetzt der Rest mit der Spitzhacke. Selbiges gilt für Zecken übrigens auch. Weltbeste. Das ist übrigens auch eine sehr schöne Arbeitsteilung hier gerade. Ja, gell? Zu zweit geht es ganz gut. Ich bin gerade auch echt begeistert, wie viel wir von dem königlichen Gelee bekommen. Oh ja. Das könnten wir auch übrigens. Ja, das könnten wir nämlich übrigens auch essen aus Verzweiflung. Das, na gut, hat 15 okay. Gesundheit, 15. Es ist halt, ne? Ein weißes Dings, aber warum nicht, ne? Auch Gandalf, hello. Na, alles klar. Auf Widerstand. Mistlands wäre ein eigenes Game. Mir kommt das auch so vor, Matze. Da ist so viel Content in den Mistlands jetzt gekommen, dass es fast wie ein eigenes Spiel ist. Spiel sich auch anfühlt. Aber diese Wendeltreppe, die ist schon ist ein bisschen gemein jetzt hier. Warte mal ganz kurz, dann mal ein bisschen gucken hier. Mist oder Mist? Ja, Mist heißt es stark. Warte mal, da sind Achtung, da sind irgendwelche Viecher. Ja, das sind ja nur Zecken. Okay. Okay. Du hast den Stein mitgenommen, wunderbar. Ja. Okay, dann ist hier auch. Ach, guck mal, oben! Oben hängen auch die Dinger dran. Hier ist auch noch königliches Gelee zum Aufheben an der Treppe. Vielleicht auch noch mal ein schöner Batzen hier in der Ecke, guck mal. Aha, nice. Okay. Ja, und guck mal an die Decke. Da hängt auch noch, ne? Ui, ja. Bei euch ja scheinbar auch, das freut mich sehr. Na klar, Kinder, na klar. Das ist ja Mist. Halt die Frage, ob man. Ja, gut, du machst sie. Ich würde sie schon gar nicht machen. Warum? Warten wir zu runterfallen? Weiß einfach. Ich nicht, weil ich zu geizig bin für diese teuren Pfeile. Ich sehe uns schon wieder auf den Schneeberg gehen und Obsidian klopfen, weil wir keine Pfeile haben. Und nach Tauben oder Vögeln hinterher hechten, weil wir Federn brauchen. Ja, ist dann halt so. Willi, guten hier Abend. Hier unten ist dann aber nichts mehr, oder? Nee, ich sehe da nichts. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal nach hinten runter. Hinten runter? Hinten runter, ja. Damit sie da vorne hochgeht. Mhm. Scheiße. Und Timely Hallöle, na? Konnte mich irgendwie nie richtig in Valheim einfinden. Ja, man muss halt bei dem Spiel echt dranbleiben. Also du kannst halt nicht sagen, Gandalf, dass du halt... Ich glaube, wir müssen hier runter. Du kannst halt echt nicht sagen, du machst heute... Da waren wir schon. Da waren noch die Spinnviecher unten. Nee, da waren wir noch nicht.
Ich mache heute und erst wieder in 2-3 Wochen. Du musst halt echt dranbleiben, ne? Das ist halt. Ach, hier waren wir schon. Nee, hier waren wir noch nicht. Nein! So, dann geh mal her. So, hier. Moment. Hallo Bifila, guten Abend. Wollte nur kurz Hallo sagen und Gönnert ist ja mal ein toller Name. Ja, hallöchen, schön, dass du reinschaust. Na, alles klar. So, dann sind hier wieder Zecken. Ich werde die schon mal ein bisschen piesacken. Sehr gut. Ja, du sagst immer, Holzpfeile reichen, aber... Nee, ich habe, also bei mir auf jeden Fall nicht, weil ich habe nur ein 23er Schießkunst momentan. Ach so, wieder runterschießen, ja. Also, weil ich wurde ja wieder runter. Was habe ich denn? Bögen? Chefin jagt Vögel und Uschi 21 durch den letzten Tod wieder 2 verloren, ey. Ja, stimmt. Federn bekommt man auch von den Hühnern. Ja. Mhm. So, hier ist ein Sucher, wenn wir den mal guten Tag sagen. Kann man den von hier aus jetzt schon. Na, sobald du stichst, ist das Ding kaputt. Das hält halt nichts aus. Ach so, scheiße. Das ist gleich wieder. Es ist schon wieder ein Einer, ne? Ja. Hast du auch ein. Hast du auch ein. Bist schon wieder tot. Alter. Nicht. Nur noch 19 im Boden schießen. Nein! Au, fuck! Renn da weg! Nee, ich konnte nicht mehr wegrennen. Ich konnte nicht mehr wegrennen. Das mag ich an manchmal nicht. Weißt du, du schlägst, hörst schon, hast schon selber aufgehört zu schlagen und dein Charakter schlägt aber noch einmal. Wo ich schon längst wieder will, dass der weggeht. Weißt du, was ich meine? Man kann die aber nicht stunnen, die Viecher. Ne? Also ich habe versucht, den zu stunnen mit meinem Wirbelschlag hier. Aber da hat er nur frech gegrinst und gesagt, ja, mach du mal. Ja gut, du kannst halt echt mit diesem Frostner oder mit Frostpfeilen dagegen so ein bisschen anwirken. Ne? Das stimmt schon. Ne? Da werden die schon ein bisschen gestunnt. Darian, danke schön für ein Rippet. Ach ja, und dann habe ich auch noch den Film gemacht und Trepp aufgekämpft, Micha. Ja. Und Alexander, danke auch für ein Rippet. Blocken kann man sie, okay. Ja. Nee, F habe ich noch in der Abkühlzeit. Kann ich leider nicht machen, Paddel. F konnten wir ja nicht machen, Paddel. Siehst du das nicht? Doch, du siehst das bei mir auch, ja. Man kann sie blocken, ja. Das habe ich auch probiert und ich glaube auch, dass es zum Teil auch schon funktioniert hat, sonst hätte es mich ja viel schlimmer getroffen. Was, Frau Bonsai? Ja, vor allem ein Sterne-Softeis, ne? Ein Sterne-Sucher. Eine zweite heute. Ja, auch noch. Fuchsgang, Hallöchen, wie geht es dir? Und Gute. Klung. Schönen guten Abend. Ja, dann brauchen wir jetzt hier Lampe und Ausdauer, ne? Wo hast denn die Lampe hin? In meine Kiste. Stimmt, oder? Nein, Paddel. In deine Kiste. Ich habe Knochenwanst und der Frank hat Icklied oder wie das heißt. Und das ist Jacklut. Ja, Jacklut. Und das ist ja, dann sind wir ja resistent gegen Feuer, was wir natürlich auch in den Mistlands brauchen. Aber das geht halt nur 5 Minuten und dann ist halt 10 Minuten oder so Abklingzeit. Ja, man darf das auch nur dann halt dann wirklich aktivieren, wenn du halt merkst, oh fuck, jetzt kommt der Kampf. Ja. Rollen. Oh, ich muss so rollen. Jetzt müssen wir auch noch Rollen üben. So, was machen wir jetzt? Rollen muss man erst ducken und dann. Wie üben wir das? Ach so, jetzt muss ich mir ja nochmal so ein Licht craften, ne? Ah ja, rollen und dann. Soll ich dir auch gleich eins machen? Nee. Also ich gehe davon aus, dass ich nicht noch eins brauche. Ja, ich habe ja alle beide dort. Jetzt baue ich mir das dritte. Du brauchst jetzt auf jeden Fall noch eins. Ja gut, wenn du eh baust, dann kannst du mir auch eins bauen.
Ja, jetzt kann ich bei euch nur eins. Okay. Jetzt bin ich schon da. Nee. Ja, geil. Okay. Ja, dann sei halt Ego Karl Heinz und bau dir nur eins. Also, ist okay. Alles ist okay. Ist okay, ja. Alles nur für dich. Ist okay. Oh Gott. Nice, ja. Geht. Und GZ, Shark. Alex. Unglaublich. Klum. Ja, Mann, GZ. Dass ich das nochmal erleben darf. Oh, wunderbar. Aber wenn ich reinkomme, ist einer bis zwei nackt oder es wird übers Reiten geredet. Ich glaube langsam, es liegt an mir. Knochenwand ist sehr gut gegen die Sucher. Ja gut, wie gesagt, so, dass wir hatten halt gerade diese blöde Abklingzeit gehabt. Ne? Das ging nicht. Der Jacklut des Buff ist aber nur gegen den Gyal und wenn gegen die Zwerge. Ja gut, weil die halt das Feuer haben, Paddel, ne? Du wirst jetzt aber warten, bis tagsüber ist, weil sonst haben wir die Gefahr, dass uns nachts jetzt irgendwelche Poolinge über den Weg noch laufen, bis auf den Weg in der Biom, ne? Ja. Bist du da dabei? Ja, wir warten kurz. Ja. Ja. Wir können auch kurz schlafen liegen. Wir können uns erstmal um die Hühner und so kümmern. Mal gucken, was mit den Eiern ist. War auch eine gute Idee. Oh Gott, Fuchsgang, nicht so gut. Mein Computer hatte gestern ein Update und hat mein Steam gelöscht. Jetzt muss ich alles neu installieren. Aber deine Spielstände sind nicht weg, Fuchsgang, oder? Ach du Scheiße. Das ist ja auch ein Albtraum. Ach ja, den Gerstenwein haben wir auch noch gegen Feuer, Maria, ja. So, Leute, wir bräuchten mal ein paar Hühnernamen. Ja, kommt drauf an, wie viel Hühner wir behalten wollen. Wir haben auf jeden Fall ganz viel Hühner. Also ich möchte wieder ein Aigude und ein... Ein Aigude-Kiste mache ich dir. Ja. Oh, Fuchsgang, ich drück dir die Daumen, das ist ein Albtraum. Und The Walking Dead, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir? Habt ihr komplett neu angefangen mit Mistlands? Ja. Das ist jetzt unser drittes Mal, dass wir in die Mistlands gehen, der Walking Dead. Ja. Mal blöde Frage, wenn ihr bei denselben Buff Frieda nehmt und das mich. Dann genau abwechseln macht, ist dann auch abklingt sein. Na gut, wenn ich zuerst... Ist natürlich klar, Anja, ne? Wenn ich den Buff zum Beispiel zuerst mache, dann haben wir 5 Minuten den Buff und wenn er dann den macht, nochmal 5 Minuten. Dann hätten wir diesen einen Buff insgesamt dann natürlich für 10 Minuten. Ne? Aber wir hätten halt nur einmal einen der Buffs und nicht zwei. Oder der momentane Mistland-Tipp, Wurzelbrust und Schlangenschild, da beide Buffs zurzeit noch kombinieren. Aber so cheaten mich ja, oder? Wie Frieda. Wer ist denn jetzt die Frieda? Ach, Frieda, wir nun. Ja. Hab hier gerade mal nach Namensvorschlägen für unsere Hühner gefragt. Nein, alles klar. Nadine sagt, Frank, zur Not den M-Trick anwenden, was ich ihm gesagt habe. Hey, oh, Chalkero, den finde ich gut. Aber es ist zu lange. Wir haben ja nur irgendwie 8 Buchstaben oder so. Oh, Donald, Dagobert und Daisy Duck finde ich auch voll cool. Oder Tick, Trick und Track Sweep. Den Spiel aber. Also zu uns passt aber das, was Chalkero geschrieben hat, gar nicht mal so schlecht. Ei, verborsten. Das geht leider nicht. Ich komm nur bis zum P. Ja, dann mach halt Ei. I-I-I-V. Ja. Mach I-I-I-V. Ja, wir konnten den alten Spielstand für Mistlands benutzen, Walking Dead, weil wir ja vorher nicht in den Mistlands waren. Na, wir haben die ja noch gar nicht vorher entdeckt gehabt. Und wenn du vorher nicht in dem Biom warst, dann kannst du deinen alten Spielstand natürlich weiterhin benutzen. Ne? Eierkopf, Klötenköm. Unser Huhn heißt Paddel, das finde ich auch sehr gut. Bonnie und Clyde, ja. Zu Gedenken. Gut, jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen warten, bis wir neue Hühner haben hier. Eine Hände haben wir noch, komm, dann tu noch einen aus. Zu Gedenken an 7 Days ein Chicknagel nennt. Nageln! Chicksnageln! Ja, Mann. Stimmt, oder Nageln. Hallo General Probe! Ja, IRL verporten geht leider nicht. Das wollten wir ja auch gerade. Oh, Fuchsgang. Calimero ist auch voll gut. Shark. Huhn 1, Huhn 2, Huhn 3.
Ja, auch wir drücken dir alle die Daumen, Funksgang, ey. Mir geht's soweit gut, nur sind die Kids leider krank, passend zu den Ferien. Oh nein! Ach, das ist doch immer so, Walking Dead. Uns geht's doch genauso, wenn wir Urlaub haben, oder? Ja, okay, dann brüten die jetzt aus. Da haben wir Allgute, Frieda haben wir hier. Hier haben wir nix. Hier haben wir Ei, verporten. Calimero. Oh, ich kann mich gerade auch nicht entscheiden. Kommen wir mal, wir nehmen einen Donald noch. Donald. Duck. Ach, Duck geht gar nicht. Ah, nur Donald. Aber nicht, dass ihr denkt, das wäre der andere Donald, ne? Genau, im Urlaub, Shark. Ja, dann ist auch. Wo fängt Cheaten an und wo hört es wieder auf, gell, Micha? Ja, klar. Das ist immer die Frage. Da Chefin nie Urlaub hat, ist sie nie krank. Das ist mein Geheimnis, Shark. Ja, richtig, ja. Alles klar, Alex, oder was ist los? Alfred, Judokus und Quark. Ja, das finde ich auch gut, Frau Bonzer. Ja, zusammengeschrieben hätte ich es, ne? Dann hätte es gepasst. Alexander! Du hast aber viele Lootis. Ja, Alfred, Judokus, Quark wäre noch cool, ja. Ja, vielleicht muss ich den... Oh, jetzt ist ein Huhn raus. Ein Huhn ist raus. Ein Huhn. Die ist Frieda. Huhn ist raus. Was sind das für Geräusche, die man hat, wenn man da... Das geht immer... Die Frieda! 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 Ab jetzt hier. Du denkst dir eine Zahl zwischen 1 und 50 aus und wer die Zahl im Chat richtig tippt, soll die Henne heißen. Oh, auch lustig, Paddel. Kraftduck hilft. Kraftdakula. Wenn jetzt ein Raid kommt, sind wir sowas von tot. Ja. Komm, mach mal die Tür auf. Ja, Dagobert ist gut. Ja, ich kann noch nicht. Erst wenn die... Die Tür auf. Ah. Frieda ist anstrengend. Ich glaube, Frieda muss sterben. Ich glaube, Frieda muss sterben. Oder für Lutis, ja. Ich hab ja schon was vorbereitet. Nein! Ich habe ja eigentlich schon was vorbereitet, das hatte ich damals schon bei Raph gehabt. Ja. Also eigentlich kann ich das wieder aktivieren, Shark. Aber komm. Jetzt haben wir ein paar Hühner und mehr brauchen wir nicht, oder? Auf jeden Fall ist es hell und auf jeden Fall brauche ich meine Klamotten und mein Zeug wieder. Deswegen sollten wir jetzt mal langsam losgehen. Und du musst mich guiden, Karl-Heinz, weil du hast lichte Kopf. Nadine. Ja. Kommst du? Ja, lass mich doch erstmal was essen. Kommst du? Es ist noch weit. Ja. Wann sind wir endlich da? Oh, wir haben auch dieses Getränk nicht. Dieses Dingsgetränk haben wir nicht. Das Antifeuergetränk? Ja. Das haben wir im Inventar. Aber das könnte man mal wieder bauen. Warte, das meine ich ja. Das haben wir nämlich nicht. Nicht mehr in den Kisten. Einen Vorzaun bei den Chicks, wie bei den Schafen, ja. Wie bei den Schweinen, Anja, ja. Ach stimmt, einen Holzbalken einfach nur vor die Tür setzen. Sind wir schon da? Pipi Kaki. Chefin Nadine Karl-Heinz, kommst du bitte? Genau, Frau Wunsel. Auf welchen Namen höre ich denn gerade? nicht Malte Sören Veit, sondern Chefin Nadine Karl-Heinz. Einfach alles mal durchprobieren, ja. Oh, wie, jetzt kommt so eine Stechmücke, ey. Na komm, renn. Ach, schon der Forel ist eine Mücke. Guck mal, jetzt sehe ich dich schon wieder nicht auf der Map. Oh, stimmt, dich auch nicht. Ist das ein Bug? Oder ist jetzt irgendwie
Ah, jetzt ist es. Okay. Ich sehe dich immer durch noch. Durch das Portal. Ah ja. Okay. Alright. Also ich finde es krass, was du für eine Wand um dich herum hast. War der jetzt eigentlich tot, das Vieh? Oh, habt ihr mich erschrocken? Hallo! Ja, hi, wir sind nackt, aber wir sind cool. Nee, das Vieh war nicht tot. Es war ein Einzelvieh, ne? Ja, aber das es heißt, hat nur noch eins gebraucht. Na gut, aber wir haben jetzt auch nichts dabei, ne? Fuck. Ja, da muss einer muss... Ja, ich bin vorne. Dann müssen wir jetzt hoffen, dass der nicht da auf der Treppe ist. Klaus Bärbel. War das unten oder oben? Oh, da kommt ein Vieh. Ach du Scheiße. Wir sind so lost. Tom und Maya geht's gut, Shark. Alles prima. Du musst verteidigen. Du musst hinter dir. Hinter dir. Ich kann nicht. Ich zieh mich an. Gut. Ich schau ab. Du musst irgendwie klarkommen. Und das ist genau... Warum? Ich bin... Fuck. Die Zecke hängt an mir dran. Fuck, das kommt. Geh raus. Ah! Nein. Ich bin tot. Nein. Warum bin ich tot? Ah! Oh Gott. Voll die Panik. Jetzt habe ich fucking 3 Lichter am Start. Ja gut, jetzt musst du rein und den machen und mir sagen, wenn du fertig bist. Ja, oder ich hole dich erstmal ab. Du nimmst dein Leichensack, was vor der Tür steht. Ja, da ist ja nichts drin. Ach so, das ist dein neuer. Oh fuck, den stimmt. Den kannst du aufmachen. Okay. Oh, meine schönen Fähigkeiten, ey. Gottes Willen. Bögen. Oh Gott, wieder 19, ey. Oh. Dankeschön für ein Rip-Bit, Darian. Ja, dann hol mich mal ab, bitte. Beziehungsweise ich komme weg zu dir. Okay, er ist tot. Kein Platz im Inventar. Ist das zum Kotzen, ey. Oh Gott. Jetzt. Also, ich hol dich ab, ja? Nee, wo ich komme, einfach zu dir. Du kannst mich an der Grenze abholen. Ich hole mir noch schnell meinen Ausgeruht-Buff. Und dann. Boah. Also, warum hat. Ich verstehe nicht, warum der mich noch getötet hat. Ich war doch bei 102 Gesundheit, als ich die Höhle verlassen habe. Und dann komme ich raus mit Tod. Hä? Wer packt Zecken in ein Spiel? Naja, ist halt mal was anderes, anstatt immer Spinnen, weißt du, Frau Bonsai? Es müssen immer nur Spinnen sein. Oder Skorpione wäre mal cool. Das ist auch was Neues. Die Zecke saugt an ihr und dann schreit sie noch, fuck, es kommt. Oh Gott, Anja. Oh Gott. Ich bin wieder sprachlos, hochgradig angewidert. Ja. Fuchsgang, danke schön für 1252 Stunden seit einem Jahr und 4 Monaten am Start. Oh. Versucht mal Folter, das hilft oftmals. Nee, Tom geht's wieder besser, Shark. Zecken sind aber auch Spinnentiere. Ja, das stimmt. Uschi rennt schon wieder vor. Ich höre ein komisches Geräusch. Habe ich eigentlich den Ton richtig laut? Ja. Das sind die Hasen, die du hörst. Ja, übrigens, diesmal haben wir wirklich vergessen, unseren Buff anzumachen, bevor wir rein sind, ne? Wie voll Idioten. Ja, ich habe ihn jetzt aktiviert für mich, für den Kampf jetzt eben. Ah, okay.
Da hast du wieder an dich gedacht, ja? Sehr gut. Ja, ich musste dich ja retten. So, Grab Nummer 1. Da habe ich wenigstens wieder meine Lampe dabei. Wunderbar. Alexander, danke schön für 1161 Stunden seit einem Jahr und 7 Monaten am Start. Und Shark, danke schön für 244 Stunden genau und seit 5 Monaten und 8 Tagen am Start. Anja, woran siehst du das, dass der Uschi kalt ist? Wie nah zoomst du da an Körperteile ran? Was ist da los? Ja? Was ist denn da los, Anja? Was guckst du da so? Okay, gefährlich wird es nur, wenn ich es tröten höre. Ja. So, du gehst vor und ich folge dir unauffällig. Ja. Dankeschön, Peter, für 68 Stunden seit 3 Monaten. 4. Ah! 3 Monaten am Start. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob der Frostner wirklich die richtige Waffe für Zecken ist. Micha, hau alles raus. Bedankprobleme. Oh, eine 1er Zecke. Ach komm, die gehen doch gut. Genau, zieh dich erstmal an. Gustav, Jojo, Walking Dead, Dankeschön für 15 Stunden seit einem Jahr und einem Monat am Start. Aber merkt ihr das? Jetzt sind wir wieder synchron, der Frank und ich. Aber die Sprachqualität ist schlechter. Wir sind nämlich von Steam auf Discord gewechselt, weil wir so einen krassen Delay hatten. Ich weiß nicht, ob ihr es die letzten zwei Male gemerkt hattet. Und wir waren gestern auch schon in Discord gewesen, aber ab und zu kracht's ein bisschen, ne? Hast du noch irgendwie was, dass du zwei Sachen aufnehmen kannst? Ja, klar. Das weißt ja, was ich habe. Einmal das. Frau Bonser, danke schön für 117 Stunden seit 9 Monaten und 7 Tagen am Start. 9 Monate. Und was hast denn du noch? Der Background-Tänzer-Paddel. Hast du das hier auch auf der Hand? Ja. Sehr gut. Nerox, danke schön für 45 Stunden seit 7 Monaten und 12 Tagen am Start. Nur ich habe genau nächsten Mittwoch an meinem freien Tag einen Termin reingedrückt bekommen. Am Tag noch erscheinen von Hogwarts. Oha, Anja, oh, übel. Ja, bei mir gibt es kein Hogwarts zu sehen, Leute. Es tut mir leid. Ich bin leider kein Harry Potter-Fan. Was? Ja, bin ich nicht. Also wenn alle Harry Potter-Teile so wären wie der letzte Teil, dann würde es anders ausschauen, die Geschichte. Aber bei mir gibt es Sons of the Forest dann zu gucken, ne? Müsst ihr euch dann entscheiden. Ich bin ehrlich, ne? Man muss ja klar die Sache offenlegen, ne? Omelette für Namen, für einen Huhn, ist auch geil, ja. Ja, merke ich mir. Finde ich gut, ja. Omelette. Okay. Ja, Sons of the Forest ist still. Dann sind wir jetzt, glaube ich, tatsächlich durch hier, ne? Kann das sein? Huch! Was ist denn da? Guck mal, da stecken Dinger drin. Spitzhacken. Kann man die. Opa. Nee. Ich glaube, also ich will halt auch nicht dran glauben, Shark, aber ich glaube, Sons of the Forest wird nicht verschoben, weil es schon verschoben wurde. Aber wenn wir Pech haben, dann wird es so sein wie bei den, The Day Before. Wird ja auch mega gehypt, durften auch schon einige pre-streamen. Und ja, das wurde jetzt auf November verschoben. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Das ist natürlich dann auch mega nervig, ne? Oder noch einen Gegner gefunden oder was? Nee, ich habe Holz gefunden. Nee. Und kann leider das Holz nicht aufnehmen, aber es ist, glaube ich, normales Holz. Ich gehe gerade noch mal die Räume kurz ab. Ist es normales Holz? Ja, okay. Was ist denn das hier für ein. Okay. Das hört sich so. Es hört sich halt an, als ob da noch was drin ist, aber wahrscheinlich ist es wieder. Wir lieben dich trotzdem, Steffen. Dankeschön, Frau Bonsai. Dankeschön. Ja, ja. Kommt der letzte Mal hoch. Hier war nichts mehr, ne? Hier kann man nicht irgendwie noch draufhauen oder so. Ja, ich glaube auch, Paddel. Jeder hat das dort schon mal probiert, ne?
Gott. Hä? Was ist denn hier los? Wieso kommt... Ja, waren unten noch nicht ganz fertig. Ging auch gerade so vor. Warte. Geht's hier vielleicht noch runter? Hier? Wollen wir mal hier runter? Hier so? Was? The Forest 2 wird safe kommen, meinst du? Ja, übel Matze mit The Day Before, ne? Weiß nicht, weil ich nicht verdammt will. Die Lampe abbauen noch? Ja, kann ich versuchen. Was ist denn das hier für Wasser? Das ist doch bestimmt Giftwasser, oder? Nee, glaube ich nicht. Stefan, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Wir müssen die Lampe noch abbauen, ja. Also hier ist schon mal nichts drin in dem Sumpf. Müssen wir nur gucken, dass wir wieder hochkommen, aber das geht schon. Müssen wir im nächsten Loch gucken. Noch keine PC-Anforderungen, Preis und so weiter, ja. Also ich denke, The Sons of the Forest wird auch wieder so um die 20 Euro kosten, Paddel, denke ich mir mal. Die werden das nicht teurer machen. Aber Chefin, was sagen wir zu Herr der Ringe? Ja, Herr der Ringe ist geil, Frau Bonsai. Es geht mir nur darum, dass Harry Potter halt ein Kinderfilm am Anfang ist und dann natürlich besser wird und gruseliger wird. Aber hier ist noch mal so ein... Oh, hier ist was. Hier ist noch ein Vieh drin. Ja. Hier ist noch ein Vieh irgendwo. Genau. Ja. Packst du den? Easy. Ui, gut. Warte mal. Kann ich hier irgendwas noch mitnehmen? Ja, vielleicht. Ich dachte doch eben noch was. Den hast du schon aufgenommen. Es hört sich immer noch so an, als wäre hier was drin, ne? Ja. Aber es sind die typischen Geräusche, wie auch im Dungeon wahrscheinlich. Ja. Oder kann man hier noch irgendwas aufknacken? Nee, ne? Nee. Als ob dahinter noch was ist, gell? Warte mal. Ja, man hört ja irgendwas tipseln noch, ja. Wenn man was trappeln hört, dann ist irgendwo noch eine Tür, sagt Grauer Wolf. Ah, okay. Na, dann müssen wir mal gucken. Da haben wir irgendwo noch eine Tür übersehen. Oh, Matze. Ah, hier, guck mal, hier ist noch eine Tür. Komm her, hier ist noch eine Tür. Wo denn, wo denn? Ja. Wo denn? Hier. Oh, okay. Ja, Feuer frei, oder? Mm. Ich glaube auch, Shark. Also man kann sich, glaube ich, bei Sons of the Forest extrem an den Einser-Teil, glaube ich, ein bisschen orientieren, ne? Denke ich auch. Ja. Oh, die Zensi hat mehr Holz vor den Hütten als ihr, Leute. Oh, oh. Der Hammer auf der 5, das ist der, wie sagt er, Frostner. Der Frostner, Aspi. Ist da noch was drin? Nee. Andere Seite. Da kommt ein Sucher hoch. Ja. Ich bin runtergefallen. Hab ordentlich Damage bekommen. Und hab hier unten auch einen Sucher. Ja. Tot. Also der Sucher nicht. Ich. Oben auch tot. Okay, du müsstest mal runterkommen. Wegen... Aufnahme von Dingen, obwohl. Müsste ich sie nicht zusammenpacken? Komm, die 6 Holz schmeiße ich weg. Nehme ich mir. Oh, eine Suchertrophäe habe ich bekommen. Was für ein Begleiter-Shark. Bei welchem Spiel bist denn du jetzt? Du sagst 30 Euro für Sons of the Forest? Herr der Ringe, für immer Lieblingsfilme. Abtauchen, wohlfühlen, hab sogar das. Was? Silmarillion gelesen? Was ist denn das? Nee, das kenne ich nicht. Ich habe den vom ersten Teil, den letzten Teil mit dem Boromir und so, ne? Ich glaube, das habe ich so lange gesuchtet, bis ich es auswendig konnte. Gerade so das, der letzte Teil von Herr der Ringe 1. Alter! Jetzt komm so schnell, wir haben noch 50 Sekunden von unserem Go, go, go! Deswegen will ich hier noch... Eine Zweierzecke!
Alter. Alter. Das war mein Frostner, ne? Die hat mich aber ganz schön runtergehauen, ey. Mein lieber Mann. Okay, jetzt gut, sind gut, es dass aber. Wir, gut, dass wir den Buff genutzt haben. Eine Zweierzecke gleich in der ersten Höhle. Fragen die nach Sonnenschein, ey. Das ist... Bei Forest habe ich die Schildkrötenrutsche gefeiert. Aber die kam ja erst ganz zuletzt, ne? Aber jetzt ist ruhig, ne? Jetzt dürfte eigentlich nichts mehr drin sein, oder? Jetzt ist ruhig, ja. Jetzt klingt's gut. Ja. Okay. Ja. Also, wenn wir wollen, können wir jetzt erstmal uns entleeren im Lager. Okay. Ich würde das gerne noch mal anders markieren. Ja. Also, das würde ich gerne wegmachen. Ich mache mal meine ganzen Tode erstmal von hier der Karte. Hier steht Hallen. Weg. Und hier würde ich gerne so ein Ding hinmachen. Auch mit Hallen. Oder Halle. Ist doch eine Mine, oder? Heißt und dann, das doch. Ach so, es ist eine Mine. Mine. Ja, das wäre eine Halle. Und dann mache ich aber so, dass wir es gemacht haben. So. Also die Laterne, stopp. Laterne noch machen. Ja. Nur wie, ne? Ab, runterschießen. Abbauen. Unterschießen. Wo waren die? Unten hier irgendwo, ne? Ja. Unterschießen geht nicht. Okay. Wir kommen doch gar nicht da hoch, Leute. Kannst du auf mein. Hä, wie macht man die denn? Mine und nicht Mine. Oh. Ja, Entschuldigung, grauer Wolf. Kannst du auf meinen Rücken krabbeln und dich einen hochstellen? Ja. Ja, aber was. Nee, was ist denn, wenn man alleine ist? Muss man sich. Nee, ich treffe trotzdem nicht. Hä, kann man die wirklich machen? Was haben so Forest soll es Begleiter geben? Nein. Lanari, guten Abend! Wir zocken gerade selber Valheim, aber lurken hier ein bisschen rum. Viel Spaß in Mistlands. Dankeschön und viel Spaß euch auch. Ja, sind wir schon. Aber guck mal, Mats, wie gesagt, die Schildkrötenrutsche war ja echt, die kam hier ganz zuletzt bei Sons of the Forest, ne? Hier sind noch drei von den Spinnviechern hier oben. Nee, sogar sechs Spinnviecher sind hier noch. Spinner, ja. Oh, sehr gut, Fuchsgang. Oh, wie gesagt, ich drück dir weiterhin die Daumen.